Und einer der Meister dieser Nullschrumpfsprache, der hier und heute in diesem unserem Lande immer mal wieder auftritt, den stelle ich mir vor, wenn der zum Beispiel die letzte Ansprache hält zu unserem letzten Erdentag. Na, was kann denn da passieren? Helmut Kohl wird selbstverständlich einen Klassiker zitieren, das liegt ihm, nicht? Also sagen wir, ich will ihn nicht nachmachen. Ich kann das gar nicht. Der ist gar nicht nachzumachen. Sein Stil, er wird selbstverständlich Matthias Claudius sprechen. Danke vielmals. Der Mond, meine Damen und Herren, und das möchte ich hier in aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Und niemand von Ihnen, meine Damen und Herren, wird mich daran hindern, hier mit aller Entschlossenheit festzustellen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel. Und das, meine Damen und Herren, sei hier in aller Eindeutigkeit gesagt, so wie meine Freunde und ich uns immer zu allen Problemen geäußert haben, hell und klar. Und ich scheue mich auch nicht, hier an dieser Stelle ganz konkret zu behaupten, der Wald steht schwarz und, ich möchte dem hinzufügen dürfen, Herr Bundeskanzler, und schweiget. Und hier sind wir doch alle aufgerufen, die uns tief bewegende Frage an uns zu richten. Wie geht es denn weiter, meine Damen und Herren? Nun, ich habe den Mut, meine Damen und Herren, ihn hier freimütig zu bekennen. Und aus den Wiesen steiget das, was meine Reden immer ausgezeichnet hat, der weiße Nebel. Wunderbar.